Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Wir suchen immer noch hier Steinwurzeln. 6 hatten, nee, für 4 hatten wir eben gegeben. So, ich habe das letzte Mal eine falsche Rechnung hier. Ich habe das irgendwie falsch. Ich hatte wegen dem Porgan, dem Druiden hier. Da haben wir doch das mit dem Druidenstein aufladen. Weil wenn wir den Druidenstein schon besitzen, dann möchte er auch funktionieren. So, ich habe aber ehrlich gesagt, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, nicht unbedingt die Lust, mich hier mit den Schattenläufern rumzuplagen. So, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf. Ich brauche meine Power, die ich jetzt habe, für Faring und für Gotha. So, wie weit waren die Dinger hier verstreut? Jawohl, Blutfliege, na klar, vergiften damit. Wirst du mich anfassen? Also, dieses Vergiften brauche ich nicht hier, ehrlich. Das ist das, was ich am meisten hasse. So. Wie gesagt, ich brauche ja insgesamt statt die 20, die du siehst dort anzeigt, brauche ich ja insgesamt 16. Also, ich brauche ja nur noch 3, wenn man so will. Was ist das, Lurker? Darf ich den so? Jo. So. 15, eine brauche ich noch. Ja, die steht nämlich hier. So. Na, nimm's doch mit, Mensch, wenn ich hier drauf hämmer auf die Taste, Mann. So. 16 Stück haben wir. 4 hat er schon bekommen. Jo. Gotha oder Faring? Das ist die große Frage. Weil von Gotha haben wir ja dann auch noch den Dämon. Kriegten wir für Gotha eigentlich Ruf bei den Orks? Ich weiß es nicht. Die Orks da unten machen wir natürlich nicht platt. Wir sind ja hier Meister für die Orks, aber da würden wir ehrlich gesagt noch den Teleportstein nach Vanguard kriegen. Ich wüsste aber auch gern mal, wenn man jetzt für die Orks kämpft, ob man dann irgendwie die Orks in Faring, in Vanguard nicht machen muss. Dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat, durch die Ork-Reihen dort durchzukommen. Weil, wenn ich dort die Orks ja platt mache, dann arbeite ich ja nicht für die Orks. Ich glaube, da muss ich mich wirklich nochmal belesen, wie das dort funktioniert, wenn man für die Orks kämpft. Keine Ahnung. So. Und wenn euch das auch interessiert, bleibt einfach dran, wir machen das. Oh. Wenn das mir natürlich jemand weiß, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So. Hier, ich habe Steinwurzeln. Sehr gut. Jedoch brauche ich doch mehr. Sag mal, ich hab dir doch schon die 4 gegeben. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ging mir letzte Folge schon so. Ich hab dem die doch gegeben, Mann. Oder wird das auf 0 zurückgesetzt hier? Jetzt renne ich hier wieder sinnlos hin und her wegen diesen scheiß Steinwurzeln. Hol dir den Scheiß doch selber, Mann. Ewiges Hin- und Hergerenne hier. Das kostet mich nur Zeit, sinnlose. Also stehe ich wieder hier. Ja, ehrlich, das ist furchtbar. Habt ihr 4 gegeben, da stand, der braucht 16. Die habe ich ihm jetzt gegeben. Jetzt will er die 4 nochmal haben, oder was? Ist das halt eine asoziale Spielmechanik, ehrlich? Standen auf der anderen Seite von dem blöden Fluss da noch welche? Da drüben? Ich habe andere Sachen hier zu tun, als die für dich hier Blumen zu pflücken.
Keine Ahnung, ob wir drüben welche waren. Oder doch wirklich bei den Schattenläufern. Mensch, hab dich jetzt nicht so lauf. Läufst du vielleicht mal ein Stückchen schneller, Mensch, Kollege? Mann, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit hier für den Scheiß. Ja klar. Da hinten stehen die letzten zwei. Ja klar. So, was steht denn hier alles noch rum? Wir holen erstmal die Dinger hier mit. So. Ich habe sogar 21. Junge, 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 so ein Theater hier. So. Ja, nimm mit einfach. Nimm einfach mit großer Heiltränke sogar. So. Das ist eine Zählweise hier wirklich. Da könnte mir die Wurst kommen. Ganz ehrlich. Da könnte mir das Messer in der Tasche aufgehen. Ja. Was machen wir für jemanden, dessen Ruf oder wir überhaupt nicht haben wollen? Wir wollen ja eigentlich bloß den Druidenstein. So, selbst den wollen wir noch nicht mal wirklich haben. Aber ich will die Quest abgeschlossen haben für die Erfahrungspunkte. Wie brauchen wir jetzt eigentlich noch bis zur nächsten Stufe? Das gucken wir natürlich auf der Karte. So, ja. 15. Ach, wir haben schon. Ja, wie gesagt, das würde ich tatsächlich in alte Magie mit reinballern wollen. Altes Wissen. Weil Schadenswert vom Zauber erhöhen. Und uns neue Zauber. Ach, ja, klar, komm doch. Ach, Mann. Hau doch zu, blödes Vieh hier. Mann, hätte nicht aufgepasst. Und halt neue Zauber rauslassen und so an sich. Ja, wo sind wir denn jetzt? Jo, speichern wir mal. So, wir gehen dann erstmal bis zum nächsten Morgen schlafen, damit unsere Power wieder voll ist. In welcher Zeit leben wir hier eigentlich? So. Hast du jetzt endlich genug? Ja, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit, Walter. Alter, was beim Wald voll. Ich kann den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Ja, Ripper. So. Was hat er nicht gesagt? Wir haben den Druidenstein des Varans? Hä? Varan? Schnapper? Ripper? Hatten wir nicht mehr? Den Schattenläufer hatten wir ja abgegeben. So. Bringen wir etwas über alte Magie bei. Ja, da können wir das gleich hier machen. Komm. Wir ballern jetzt alles raus hier. Genau. So, da haben wir jetzt altes Wissen. Da brauchen wir noch 44. Jo, wenn wir den mal hier wegkriegen würden von seinem blöden Pult, vielleicht könnten wir da vielleicht sogar was lesen. Jo. Haben wir eine Schlafspruchrolle? Können wir ihn mit der Schlafspruchrolle hier von seinem Pult wegbringen? Wir haben noch bestimmt eine. Tierrufen, Tierzähm, Eislanze, Schlaf. Wir haben aber nur die eine. Oh. Können wir jetzt trotzdem nicht an das Pult ran? Alter. Aber das reicht nicht. Okay, es reicht. No. Das kenne ich schon. Ja. Speichern wir jetzt. So, keine Quest abgebrochen. Druidenstab erhalten. Ja, haben wir alles. So. Okay. Das war's mir wert. So, wir schlafen jetzt nochmal bis Mittag.
Kein Bock jetzt hier irgendwie hier Tränke oder sowas auszugeben, nachdem wir den jetzt... So, wir speichern das mal groß. So, damit wäre Porgan erledigt. Das war für die... ist die Strafe, dass ich hier 20 Mal wegen ihm hin und her laufen musste. Ja, okay. Gut, da sind wir in Monterra. Komplett durch. Guck mal hier, Monterra, keine Quelle. Ne, hier haben wir... das zieht sich... Das müssten wir noch machen. Wurde beklaut. Keine Ahnung. Monterra sind wir komplett durch. Tribut an Kapdun. Ja, der kennt mich mal. Paar Magie. Karmax Artefakt. Hä? Achso. Taurus ist unschuldig. Da muss ich nach Faring. Ja. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt nach Faring. Gotha kann warten. So. So, da gehen wir aus von wo aus gehen wir nach Faring? Da müssten wir von hier aus gehen direkt, oder? Ja, hier oben wieder lang. Genau. Nee, warte mal. Nein, Quatsch. Wir gehen von... Monterra. Jawoll! Jetzt finde ich ewig diesen blöden Stein hier nicht und werde von einem Wildschwein gefressen, oder was? Teleporterstein, wo ist er? Monterra. Hier. Stimmt, wir können ja auch so rumgehen. Ich wollte jetzt erst den Weg über Vanguard nehmen. Das Problem ist, dort stehen Orks rum. Aber ich glaube, die greifen mich auch an direkt. Ich weiß es gar nicht mehr. Die müssten wirklich eine Rüstung haben hier, die Ork-Werte hat. Also die diese zwei gekreuzten Schwerter da im Inventar haben. Um den Orks zu zeigen, hier, wir sind auf eurer Seite. Dafür brauchen wir wirklich eine Ork-Rüstung hier. Ich weiß auch nicht, ob sich das irgendwie nochmal auf die Orks auswirkt. Dass die uns da in Ruhe lassen, dass wir da durch oder... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht als Ork gespielt. Das sind wirklich Sachen, die sich hier auftun für mich. Das ist völliges Neuland. Weil ich konnte es dann irgendwie auch seelisch und moralisch nicht mit mir vereinbaren, hier nicht für die Rebellen zu kämpfen. So, aber da wir ja, wie gesagt, bei Dunkle Geheimnisse und bei Returning halt schon hier den Belia-Weg gegangen sind, hatte ich ja gesagt, das machen wir hier genauso. Sagen wir so, wir kommen ja sowieso jetzt an Gotha vorbei. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir Gotha jetzt in Ruhe lassen. Weil die Untoten dort... Stimmt, wie blöde bin ich eigentlich? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir passen mal auf. Wir speichern jetzt mal ganz dick und groß. Dann beamen wir uns mal nach Monterra zurück. Wir gehen an den Schrein und gucken, ob wir uns aber da... Ne, Quatsch, wir brauchen wohl Lernpunkte. Die haben wir ja nicht mehr. Die haben wir ja gerade ausgegeben. Wir können aber trotzdem mal nachsehen. Pass auf. Ich will das jetzt einfach nur mal wissen. Haben wir jetzt auch wirklich den Monterra-Stein genommen? Ich will das wissen wegen dem Golem erschaffen oder so. Haben wir natürlich nicht. Dazu brauche ich doch eigentlich nicht an den Schrein gehen. Ich habe doch das Buch da. Ist doch was mich immer ankotzt. Wenn man irgendwo was richtig und falsch machen kann. Beim ersten Mal ist es immer das Falsche. Genauso wie gerade eben. Wer fehlt dann eigentlich noch von den Druiden? Das waren jetzt... Ne, wie viele Druiden? Runak? Drei Druiden? Jo, wir haben doch hier, warte mal, unser Schlaue ist hier, genau.
Bin ich bescheuert, richtig. Krankheiten übertragen. Vergiften. Blitzschlag. Vergessen. Schrecken. Krankheiten übertragen. Benötigtes altes Wissen. Ja. Nebel. Blitz beschwören. Ach, das ist noch stärkerer als meiner. Der beschwört die mächtige. Echte Billiards. Bin ich, also 230. Also das, da müssen wir noch warten. So, Dämon beschwören. 220. So. Das ist dann das hohe, diese sogenannte Skelettbeschwörung könnten wir uns rauslassen. Schrecken, Talent, Schrecken. Haben wir. Also Skelettbeschwörung könnten wir uns rauslassen, kostet nur die Lernpunkte. So. Blutrausch. Armee der Finsternis. Also wenn ich hier die Armee Golem beschwören, 250. So, Skelett rauslassen. Ich glaube, das werden wir als nächstes mit anstreben. Das werden wir mal machen. Da können wir uns ja auch mehrere rauslassen. Aber Armee der Finsternis klingt erstmal richtig genial. Ne, wie gesagt, Gotha lassen wir jetzt erstmal komplett außer Acht hier. Das machen wir dann mit als letztes. Weil da können wir bis dahin hier in Faring noch ein bisschen powern. Ja. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie ich gegen die Trolle jetzt ankomme. Oh ja, euch brauche ich hier, Waage. Der Teleporterstein von Gotha selber, der war ja. Keine Ahnung. Ja. Das Problem ist, dass ich diese Mistviecher hier. In der Sichtweite noch. Kommt der auf mich zu hier oder was ist das? Dass sie sich hier in der Sichtweite verstecken. Das kotzt mir gerade an. Wir speichern mal. Aber es ist keine Bock gegen die Mistviecher zu kämpfen. Schnapper. Ich hoffe, die Orks haben das nicht gesehen und greifen mich jetzt nicht an. Da vorne sind sogar Schnapper. Ich bin einer von euch. Ich werde euch alle töten. Irgendwann. Wenn ich einen von denen jetzt anknabber, da greifen die mich alle an. Das ist ja normal. Das ist ja typisch. So. Faring. Und die Ripper oder sowas? Der stinkt mich doch gerade an hier von rechts. Hier. Nee, aber da lässt mich gerade in Ruhe. Oh, aber der nicht. Na klar, für den letzten reicht's nicht mehr. Alter, ein Schlag, Mann! Das wirst du ja wohl hinkriegen. So. Ist hier nicht normalerweise einer? Oder verwechsel ich das schon wieder mit Götterdämmerung? Nö. Da war doch eine Truhe gerade, habe ich doch gerade gesehen, genau. Mach mal auf. Abgebrochen. Alter, du mit dem abgebrochen. Mach doch einfach mal. Mann. Ich bin gerade tiefen entspannt, merke ich gerade. Es geht wieder los. So, Faring. Was mir bei Faring immer noch am besten gefällt, ist diese richtig geile Brücke. Guckt euch das an. Leute, hier kann Panzer drüber fahren. So, da oben die Holzbrücke da, die zu den Lurkern führt, die ich dann machen muss. Und dann hier das Ding. Und da, oder da unten das Brückchen da. Das ist ja lächerlich. Und hier haben wir richtig hier, Mensch, hier könnte eine moderne Straße drüber führen, Mensch. Alter. So. Ja, und die Texturen, die machen auch eine Menge hier. Pflaster, Steine, guckt euch das an hier. Das ist wirklich eines der geilsten Bauwerke hier in ganz Gothic 3 mit. Also ich
Da hat mir immer schon gefallen, die Brücke. So. Und jetzt schreiten wir über diese Brücke. So. Ja. Ich könnte den ganzen Tag hin und her rennen. So. Und wohin führt die Brücke? Wieder zu einem Waldweg hier. So. Na komm. Geil. So. Ja, Trolle. Ja, greifen wir die Trolle direkt an. So, als erstes sammeln wir natürlich den Teleporterstein hier ein. Wo ist er? Der lag hier unten in der Höhle. Pass auf. So, hier unten drin lag der. Das weiß ich. Glaube ich zumindest, dass der hier unten drin war. Hier unten irgendwo in der Ecke oder so. Da liegt er doch, sag ich doch. So, tja. Manchmal merke ich mir da doch die ein oder andere Sache. So, aber nur manchmal, Leute. Nur manchmal. Nicht immer. Aber soll vorkommen. So. Jetzt möchten wir hier aber nicht zu viel klauen. Außer vielleicht den Inhalt dieser Truhe. Da kriegen wir zumindest ein Fläschchen, haben wir immerhin gewonnen. So. Okay, speichern wir mal. So, wir machen hier, wir rollen das Feld von unten auf. So. Wer bist du denn hier? Mitch. So. Was machst du hier unten? Was soll ich noch oben im Dorf? Ich bin total abgebrannt. Mein letztes Gold habe ich bei Curtis in der Arena verloren. Wenigstens habe ich noch eine Flasche Nordmarer Nebelgeist. Jo. Der hilft mir über die langen Stunden. Ja. Was muss ich über das Dorf wissen? Faring ist eine alte Burg der Paladine und jetzt das Zentrum der Besatzung. Khan, der Anführer aller Orks, ist dort und natürlich haufenweise harter Kämpfer. Jo. Da kommst du nur schwer rein, aber ich hab's geschafft. Jo, machen wir. Wer ist Curtis? Wer ist Curtis? Ihm gehört die Arena oben im Dorf. Sie ist nicht besonders groß, aber es reicht, um bei den Orks ein bisschen Eindruck zu machen. Jo. Ja. Wie bist du in die Burg gekommen? Ich habe für die Orks gearbeitet. Das ist deine einzige Chance. Aber pass auf, wenn sie einmal sauer sind, wird's nichts mehr mit der Burg. Ja, ja, schon klar. Was wolltest du in der Burg? Ich wollte mir ein Schwert besorgen. Nicht irgendeins. Eine Erzwaffe. Weißt du, was der Schmied zu mir gesagt hat? Der meinte doch glatt zu mir, ich soll erstmal 3 Trolle töten. 3 Trolle! Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht wahnsinnig. Hm. Nee, die Trolle lassen wir jetzt erstmal. So, wir haben andere Sachen genug zu tun hier. Außerdem möchten wir den erstmal unten behalten, den Typen hier. Der geht nämlich am Ende dann hoch. Und dann fehlt er uns am Ende hier unten. Für eine ganz bestimmte Quest. Ich weiß auch für welche. Was buddelst du hier rum? Ich suche nach wertvollen Sachen. Ist schon seltsam, was man nach einem Krieg alles im Schutt finden kann. Dann mach's mal wie ich. Renn durch die Lande und suche nach wertvollen Sachen. Den ganzen Tag nur auf einer Stelle zu buddeln, das... Naja. Schon was gefunden? Ja, ich habe einen tollen Ring gefunden. Oh. Ich glaube, er ist magisch. Sobald ich ihn trage, geht das Buddeln viel leichter. Willst du ihn kaufen? Was soll er denn kosten? 250 Goldstücke. Aber nur damit dir das Buddeln nicht leichter fällt. Ich will den Ring kaufen. Ja. Jetzt, wo ich ihn abgeben soll? Irgendwie ist er mir richtig ans Herz gewachsen. Ach nein, ich werde einen neuen Ring finden. Ja. Hier hast du ihn. Ja. Hast du sonst noch was zu verkaufen? Nein, aber hast du Interesse an einem kleinen Geschäft? Es gibt da eine Höhle, ganz hier in der Nähe. Ich bin mir sicher, dort ist eine ganze Menge zu holen. Wo ist das Problem? Irgendwas ist in der Höhle. Tiere, Monster, irgendwas. Mhm. Du erledigst das für mich und ich schenke dir einen dicken Brocken Erz. Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle? Neben dem Turm, oberhalb des Dorfes, ist ein kleines, verwildertes Tal. Ganz am Ende ist die Höhle. Ach, was. So, Rokkos Höhle, genau. Was haben wir jetzt eigentlich von dem gekriegt für einen Ring hier? Wo haben wir die Ringe? Wir könnten mal einen Ring hier anziehen. Maximale Lebensenergie plus 10. Jagdgeschick plus 5. Stärke plus 5. Jagdgeschick. Maximale Ausdauer, Alchemie. Was haben wir hier? Mana, plus 20.
So. Ring der Stärke. Wir brauchen keinen Stärkering. Wir haben Magie. Und Bogen. Ja, klar. Rutsch aus hier. So. Mürrischer Söldner. Ich bin ein mürrischer Held. So. Wer bist du denn hier? Unerfahrener Söldner. Ich bin ein erfahrener Held. So, Kollege. Wer bist du denn hier? Du bist ja der Kehrmeister hier. Flint. Captain Flint. Was willst du, Fremder? Gold. Viel Gold. So, na dann erzähl mal. Ich will etwas über die Burg wissen. Seit Khan und seine Kämpfer da sind, lassen sie nur noch ausgewählte Menschen hinein. Nicht mal ich kann rein. Und dabei könnte ich drinnen bestimmt ein paar Geschäfte machen. Hier. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Ach, hier oben erfährt man nicht viel. Falring ist eine Burg und keine große Stadt. Hier kommen nicht viele Händler vorbei. Und seit die Orks den Pass geschlossen haben, kommt auch nichts mehr aus Nordmar durch. Aber irgendwas musst du doch wissen. Ja, ein paar wenige Sachen kann ich dir schon erzählen. Jo, da bin ich mal gespannt. Was hier? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Orks den Pass geschlossen haben, wollen auf einmal wieder viele nach Nordmar. Früher sind nur ein paar Jäger durch, doch jetzt wollen allerlei Gestalten ins Eis. Wie läuft das Geschäft? Schleppend. Es kommen nicht mehr viele Reisende nach Faring. Die meisten wollen in die Burg und sich mit Khan gut stellen. Aber er lässt sie erblitzen. Erblitzen. So, hier. Gibt's irgendwelche Probleme? Hier? Nee. Im Dorf ist alles ruhig, wie immer. In der Burg sowieso. Da sind eh fast nur Orks drin und die machen keinen Ärger. Ja. Was kannst du mir über das Dorf erzählen? Falring ist von Orks besetzt, genau wie der ganze Rest des Reiches. Reisende lassen sie nur ins Dorf. Der Pass und die Burg sind für Fremde tabu. Wer sind denn die wichtigsten Orks hier in der Stadt? Hier unten hat Gorok das Kommando. Dann gibt es noch Gnar, direkt beim Burgtor. Er entscheidet, wer in die Burg kommt. Oben am Turm steht Morjok. Er bewacht den Pass nach Nordmar. Hey! Morjok, ja. Mojo. Ja. Was ist mit der Burg? Dort sitzt Khan, der oberste Anführer aller Orks. Von dort aus organisiert er die Belagerung der Hauptstadt. Gnar lässt nur ausgewählte Leute in die Burg und selbst die dürfen nicht mit Khan sprechen. Aber wir werden mit Khan sprechen. Was ist mit dem Pass? Der Pass nach Nordmar ist der eigentliche Grund, warum die Paladine damals hier ihre Burg gebaut haben. Aber jetzt ist er dicht. Morjok, der Kommandant des Wachturms, lässt niemanden hindurch. Kriegt der Bau auf die Schnauze. Ich werde einen Weg in die Burg finden. Das will ich auch. Pass auf. Ich weiß etwas, das uns beide weiterbringt. Erzähl. Um in die Burg zu kommen, musst du die Orks hier draußen überzeugen. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Ich habe einen guten Schnaps da. Der wird den Orks gefallen. Bring jedem eine Flasche mit meinen Grüßen. Jo, machen wir. Gut, gib her deinen Schnaps. Bring Mojok, Gorok und Gnar jedem eine Flasche. Aber vergiss nicht, Grüße von mir zu bestellen. Ich werde behaupten, ich hätte den Schnaps selbst gebrannt. Wo finde ich Gnar? Er steht auf dem Weg zur Burg. Machen wir. So, Mojok. Wo finde ich Mojok? Ach, geh einfach durchs Dorf. Dann nimmst du den Weg hinauf in die Berge. Du findest ihn am Turm. Wir haben gerade gelernt, dass der Mann Mojok heißt. So, hier. Erzähl mir was über Nordmar. Ja. Ich selbst war noch nicht da, aber ich habe gehört, es besteht fast nur aus schneebedeckten Einöden. Dort soll es magisches Erz geben. Man muss es nur vom Boden aufklauben. Hört sich an wie ein Märchen. Mag sein, aber die Orks verhindern mit allen Mitteln, dass Fremde nach Nordmar kommen. Der Turm, oberhalb des Dorfes, bewacht den Pass. Jeder, der nach Nordmar will, muss dort vorbei. Erzähl ich so einen Reis, da gehe ich einfach außen rum, um nach Nordmar zu kommen. Viele Wege führen nach Nordmar. Wie komme ich über den Pass?
Jeder, der nach Nordmar will, muss am Turm vorbei. Ja, ja. Mojok lässt nur Tom und Wilson, die beiden Jäger, passieren. Wenn du wirklich nach Nordmar willst, halte dich an sie. Sie können dir helfen. Wird's versuchen. Hier. Zeig mir deine Ware. Ja. Hast du Wein für mich? Ja, her damit. Hast du Dietriche für mich? Auch her damit. Du kannst von mir kriegen dafür sogar Gold. Hier, ich habe jetzt keinen Bock zu tauschen, ja ewig. Wir sind fertig für heute. So. Und mit diesem, mit Blick auf dieses wunderschöne Bauwerk da unten, diese Brücke, machen wir Feierabend für heute. So, in der nächsten Folge nehmen wir hier komplett Faring auseinander. Also, nicht auseinander, sondern... Ja. So, wie gesagt, es steht immer noch die Option an, Okara und Nemora flach zu legen, komplett. Wir könnten es tun. Vielleicht haben wir sogar die Power dafür. Vielleicht. So, aber... Immer hübsch der Reihe nach. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben. Wer neu auf dem Kanal ist, lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.